Nein, liebe Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal, beziehungsweise unser Kanal. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Nein, der liebe Rosenberg ist mit am Start. Neiden. Ja, das ist mein Kanal übrigens, nicht deiner. Ja, so, wir haben heute mal was ganz Besonderes hier am Start. Ne? Wir hatten mal beim letzten Mal auch schon so eine Mikro-Figures, wie man das auch im Englischen richtig Figures. Figures, ja, die Figure. Figuren, ne? Auf Deutsch gesagt. So, Mikro-Figure. So. Wir haben eh keine Werbung, ist in Ordnung, wir werden nicht gecancelt. Und selbst wenn, ist okay. Ja, wir haben hier zwei Stück, ne, die sich lieb haben. So, wir würfeln das einfach aus, machen ein kurzes Video, wollen gar nicht lang schnacken. Jo. So, ich fange mal an mit Würfeln. Höchste Zahl gewinnt, beginnt. Ne? So, dann habe ich jetzt, weiß ich nicht, eine 6. Willst du überhaupt würfeln? Ja, natürlich. Ja, bist du mal ein bisschen, traust du dich das? Ein bisschen zittern hier. Jetzt, wir wissen auch. Eine 2. Déjà-vu, Alter. So, gut, ich nehme Lefty-Refty. Du nimmst den hier. Ich kriege den, also bevor du mal aufmachst, hier in der Rucksack, können wir mal sehen. Genau, hier nochmal. Ich weiß nicht, ihr könnt ja einfach mal Pause machen. Ich muss ja nicht jedes einzeln, sonst wird doch das Video zu lang. Jo. Wir gucken mal. Wir hatten schon beim letzten Mal. Wo ist der? Da. Wo ist die Mikrokarte? Den Babydrachen. Die Mikrokarte. Und die Totsume Riese hieß der. Genau, ist hier. Ja, sieht gut. Ja, mal gucken. Wir wollen natürlich Dunkle Magier, Blue Eyes oder Red Eyes geht auch. Finde ich, ist auch cool. Also alle. Exodia ist auch da. Ist Exodia wäre auch wild. Also eigentlich sind alle wild, ne? Ja, ja. So, dann gucken wir nochmal. Und wir haben. Kuribo! Nice! Hiyo. Der ist sweet, Alter. Das ist cool. Ja, hier ist auch nochmal so eine Anleitung. Könnt ihr sonst in einem anderen Video nochmal reingucken, wenn ihr wollt. Ja, hier ist nochmal so ein bisschen, was man abhaken kann. Kriegt ihr bei jedem Ding dabei. Ja. So, dann haben wir natürlich. Ich muss aufpassen, Digi, weil das Ding ist schwierig aufzumachen. Ich habe das letzte Mal mit dem Messer gemacht. Ich habe das schon gesehen bei dir beim letzten Mal, Kannst du auch hier mit dem Messer machen? Ja, geh mal her. Obwohl. Du zerknickst, weil die ist halt ein bisschen empfindlich, ja. Gar nichts ist das. Das ist gar keine Ahnung vom Leben. Ja. Deswegen machst du es auch gerade mit der Hand. Fast, also schon mal ein guter Hit hier, Kuribo. Ja. Ist auch schön groß. Im Vergleich geht er so zeige ich gleich mal. Genau. Ah, der hat sogar einen Ständer diesmal. Ja, weil die so groß ist, weil ich eine gute. Ein Ständer, weißt du. Nochmal, wir sind 10. Ja, klar. So. Das ist aber wiederum nice. Das ist cool, dann haben wir auch nochmal. Oh, die kenne ich auch. Ich weiß ja gar nicht, wie die heißt. Verteidigung irgendwas? Ja. Da kann man wieder andere Verteidigung switchen. Das war. Auch schon mal schöne Sache. Und nochmal zum Größenvergleich. Ja. Ist schon ein Unterschied. Das ist schon ein herber Unterschied. Ich habe extra, als ich da rausgesucht habe, geguckt, welches am schwersten. Ja. Da habe ich gemerkt, die ist recht schwer. Gut, also ihr könnt dann auch mal, sag ich mal, so ein bisschen vergleichen. Also man merkt das schon, wenn man es in der Hand hält, logischerweise. Finde ich ein bisschen schade, da kann man die auch abwiegen, so gesehen, ne? Ja, kann man machen. Aber ich meine, wer läuft mit einer Mikrowaage? Nicht jeder ist Ticker. Ja, ist gut. Ja, lass sie doch einmal im Hintergrund, meine Fresse. Ja gut, dann mache ich sie jetzt. Weil ich den auch jetzt gleich dran bin und dann haben wir einen Vergleich, weißt du? Ich stelle die mal hier so süß hin. Ne? So, dann tauschen wir mal den Platz. Ja. Und die Karte kannst du auch nochmal hier zur Schau stellen. Ich mach das ja schon. So, es kann jetzt so besser werden, oder? Oder auch nicht. Wieder hier die Checklist. Und wir haben. Also die Karte ist geil. Ist geil. Aber, okay, warte, wir machen erstmal auf, ob ich irgendwas sage. Aber ich bin ehrlich, ich finde es ein bisschen doof. Ja, ich weiß schon, was du sagen willst. Dass die Monster nicht mit ihrer Karte kommen. Ich denke mal aber. Ach so, meinst du das? Ja, gut. Ich denke mal aber, so kriegen die das hin, dass man noch mehr davon kauft. Ja, ja, wahrscheinlich, wenn man alles voll haben will. Und die Ständer ist auch dabei. Ist aber, das ist ja wiederum ein bisschen traurig, oder? Ich meine, die ist auch sehr empfindlich hier. Ich habe Angst, dass ich die kaputt mache. Ah, ja, aber die ist fast kaputt hier. Siehst du das? Ja. Ich weiß nicht, ob das sein soll. Ich werde das auch nicht weiter rumfummeln. Hier am Popo ist ja mal ein Loch. Und dann tun wir das mal hier rein. Gerade noch so, ne? Ja. Ich habe die eigentlich mit den Händen abgewogen. Die ist ja wirklich sehr mickrig, Alter. Das ist ja wirklich fast schon Müll. Wegen den Ständer. Das kann, ja, das kann sehr gut sein. Aber guck mal, ich kann die nicht mehr reinbekommen. Soll ich mal probieren? Warte, noch einen Versuch, warte. Mach du mal, das ist mir so blöd. Aber Leute,
Das ist mit Abstand die beste Mikrokarte, die ich jetzt hier gezogen habe und die wir hier gezogen haben. Wie gesagt, letztes Mal war auch eine coole Monsterkarte. Das ist der, wie schon gezeigt, der Hitotsumi Giant. Mal kurz ein bisschen nah. Und ja, der lässt sich schon sehr gern sehen. Hast du bekommen? Hast du ihn geschrieben? Ja. Gekriegt. Also ich mein, das ist halt wirklich Müll. Die HP ist Müll. Ja, also ganz ehrlich, das ist eine. Also ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, die kosten 7 Euro. Ja, um den Dreh. 7 Euro und dann kriegt ihr sowas. Ja. Das ist eine Frechheit. Ich finde, Kuribo ist gut gelungen. Ja. Die ist richtig gut gelungen. Der ist am besten. Ich meine, wir reden immer noch über 7 Euro. Ist schon doll, aber. Ja. Ja. Aber es ist Kuribo halt, ne? So das Maskottchen von Yugi. Ja, also ich finde ganz ehrlich, wenn die das Ding auf den Markt bringen, mit allen möglichen. Also gerade Konami, so ein Milliardenkonzern, weißt du? Das dürfte niemals über 5 Euro kommen. Nee, keinesfalls. Ich finde, 5 Euro ist schon ein saftiger Preis dafür. Ja. Ja, aber wir haben es mal ausprobiert. Ne? Aber es ist immer noch witzig, also man kann es mal machen. Wir zeigen euch das natürlich auch mal gerne. Man hat kleine Figürchen, die man überall hinstellen kann. Platz findet man dann selbst in der kleinsten Wohnung. Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen auch, euch hat das Video mal wieder gefallen. Was Kleines, aber Feines, mal was ein bisschen anderes. Und mal wieder zum Thema Yu-Gi-Oh!, was man preislich auch sich mal wieder leisten kann. Ja. Und ja, guckt gerne nochmal auf unseren Kanal. Wir haben noch ganz viele andere Sachen, ne? Falls ihr neu da seid. Guckt gerne, falls ihr länger da seid, guckt auch nochmal gerne. Oder guckt weiterhin, ne? Guckt weiterhin, das auf jeden Fall. Abonnieren, liken und einen Kommentar lassen. Würde uns sehr freuen. Push unser Ego. Auf jeden Fall. Und von daher sagen wir reingehauen und wieder schauen. Ciao.